Dankeschön. Ich grüße euch ganz herzlich und heiße euch alle ganz herzlich willkommen hier. Heute werden wir über das Geld sprechen. Also, man hat Geld und man lebt fürs Geld. Man muss arbeiten, man muss seine Miete bezahlen, man muss seinen Strom bezahlen, man muss Essen kaufen und so weiter. Das Geld ist wichtig. Manche Leute sagen ja, man hat Geld und man redet nicht darüber. Doch, ich rede gerne darüber, über das Geld, weil es mir wichtig ist. Ich brauche Geld und wir alle brauchen Geld. Wir können ohne Geld gar nicht existieren. Und mein Thema heute ist Gottes Wirtschaftsplan. Gott hat gute Gedanken für uns oder mit uns. Er will, dass wir das Beste haben. Nicht nur das Gute, sondern das Beste sollen wir haben. Und wenn ich so die Bibel anschaue, die Menschen der Bibel, das ist der Abraham, der Isaac, der Jakob, der Hiob und so weiter, das waren superreiche Menschen. Der Abraham konnte sogar seine eigene Armee finanzieren und in den Krieg ziehen gegen Könige und dergleichen. Also das waren reiche Leute. Und ich will einfach dir erzählen, helfen zu verstehen, du musst nicht alles beschimpfen und sagen, Geld, Christen reden nicht über Geld. Doch, der Herr Jesus hat sehr viel über das Geld geredet. Er sitzt am Kasten, Opferkasten, und guckt, was die Leute geben. Die Leute haben, einige haben sehr viel gegeben und dann haben sie versaut, wie viel sie gegeben haben. Und dann kommt ein altes Weibel und schmeißt ein Schärflein rein und dann sagt sie, Leute, schaut her, die hat so viel gegeben. Weißt du, es geht nicht allein ums Geld, sondern wie gebe ich, wie verwende ich mein Geld, wie setze ich mein Geld um. Wirtschaftlich und wir sollen Gottes Haushalter sein, nicht nur über Gottes Geheimnisse, sondern auch über die Schätze Gottes. Wir sollen das alles gut verwalten. Das ist Gottes Gebot. So wie bei Jesus ist, mit Jesus lebt und so weiter, dem geht es gut. Der muss sich keine großen Gedanken machen über sein Leben, der ist gut versorgt. Und der Herr Jesus hat so viel Geld gehabt, dass er nicht einmal wusste, dass der Judas was gestohlen hat aus der Kasse. Verstehst du, Jesus hat einen wunderbaren Anzug gehabt, einen Zweireiher, über den man gewürfelt hat. Die haben gesagt, das ist zu schade zu zerschneiden. Weißt du, Christen sind keine arme Schlucker. Und Armut ist eine Erfindung von irgendwelchen Mönchen, Einsiedlern und so weiter, Weltverneinern. Wir brauchen das alles. Das gehört zum Menschsein. Geld ist wichtig. Dann zu diesem Wirtschaftsplan möchte ich auch sagen, ist es so wichtig, Gesundheit. Wie wichtig die Gesundheit ist. Wer gesund ist, der bleibt gesund, der lebt gesund, der zieht fröhlich seine Straße weiter. Gott versorgt ihn auf Schritt und Tritt. Wir haben einen Gott, der uns versorgt, Geschwister. Und das ist, worüber ich spreche. Gott versorgt die Seinen und so weiter. Und er gibt ihnen, was sie brauchen. Der kümmert sich nicht mehr über die Kümmerlinge, verstehst du? Im Neuen Testament finde ich, in den Briefen nachher später, nach den Evangelien, in den Briefen finde ich, da gibt es keine Arme. Und im Volk Gottes, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, da war kein Kranker, kein Armer und kein Gebrechlicher. Gottes Volk soll gesund sein, Gottes Volk soll stark sein. So, die Gesundheit und Reichtum und Wohlstand fängt im Kopf an, nicht woanders. Nicht in dem Portemonnaie. Nein, im Kopf, im Glauben, im Denken und so weiter. Uns soll so geschehen, wie wir es glauben. Die Bibel sagt, lass die Toten, die der Toten begraben, komm und folge mir nach und so weiter. Die werden sich schon selbst entsorgen. Ich bin ein Christ und kein Humanist in aller Liebe. Das werde ich auch nicht sein. Das war ich lange Zeit. Ein Humanist, dass ich allen Leuten helfen sollte, musste, fühlte, ich sollte dem helfen, da helfen. Nein, ich helfe den Leuten zur Selbsthilfe. Jetzt, das ist das, was ich mache und das, was ich praktiziere. Ich zeige den Leuten, wie kann es dir geholfen werden? Wie kannst du wohlhabend sein? Du musst kein Millionär werden, aber du solltest glücklich sein. Du solltest zufrieden sein, dass du deine Rente bezahlst, deine Miete bezahlen kannst und so die Kleinigkeiten, was du brauchst zum Leben. Und Gott will, dass wir genug haben, und zwar in allem, was wir brauchen. Wir sollen versorgt sein und Gott ist ein Gott, der uns Menschen versorgt. Und ich als Christ habe ja einen ganz anderen Plan. Ich lebe nach einem ganz anderen Programm, nach ganz anderen Maßstäben. Ich habe in meinem Leben angefangen, zum Beispiel den Zehnten zu geben. Das ist kein Gesetz für mich, aber ich habe das gerne gemacht. Und ich mache mit Freude und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich dem lieben Gott was geben kann. Und nicht nur den Zehnten, sondern auch Almosen. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Einfach, lass dein Brot übers Wasser fahren, du wirst zu gegebener Zeit wieder zurückbekommen. Gott versorgt dann, wenn wir dem Herrn geben, wenn wir aus Liebe geben, aus freien Stücken geben, dann versorgt Gott uns. Und deshalb, ich rede über diesen Finanzplan Gottes. Der Teufel möchte, dass du verarmst, dass du Menschen verherrlichst, dass du das goldene Kalb anbetest. Das möchte der Teufel erreichen. Der Teufel macht uns zu Sklaven der Menschen, des Systems und der Ausbeuter. Das meiste Geld geht dann irgendwo zum Finanzamt oder sonst auch wohin. So,
So viele Menschen haben ihr Existenzrecht verloren, ihr Naturrecht. Gott will, dass uns gut geht. Ja, und dass wir nicht verarmen. Im Paradies, da war alles da, was der Adam brauchte, um glücklich zu sein, um ja, zufrieden zu sein. Viele Menschen haben den Glauben an Gott verloren und sie verarmen in dem Moment, wo Gott aus deinem Leben aussteigt und nichts mehr zu sagen hat, dich nicht mehr kontrollieren kann, verarmst du. In aller Liebe kannst denken von mir, was du willst, kriegst Depressionen, wirst krank und dergleichen. Der Teufel möchte die Menschen beherrschen und sie, ja, dass sie minder bemittelt werden, dass sie sagen, ich hab nicht, dass wir betteln gehen, ja. Bettelei ist nichts Schlimmes, aber Christen sollten nicht betteln gehen. Sie sollten sogar beschenken, denn in der Bibel heißt es im 5. Buch Mose, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann musst du nicht mehr betteln, sondern im Gegenteil, du kannst sogar anderen leihen, du kannst andere versorgen, du kannst andere unterhalten. Wer nicht hört, der muss fühlen, das ist auch ein Gesetz Gottes. So, Gott hat einen Lebensplan für unser Leben und es ist so wichtig, dass wir hören, was er uns sagt. Und die Bibel sagt, du sollst nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf. Du sollst vorne angehen, du sollst ein Beispiel sein in deinem Leben, du sollst ein Vorbild sein, dass die Leute neidisch werden auf dich. Guck mal, der hat alles, was er braucht. Wie macht er das? Ja, wir können nicht zaubern. Aber am Segen Gottes ist alles gelegen. Und dann gibt es einige Gesetze, was nicht in der Bibel stehen, aber was ruhig in der Bibel stehen dürfte. Sich Regen bringt Segen. Das ist ein Spruch, eine Volksweisheit, fleißig sein, arbeiten sein und so weiter und geben, gib und es wird dir gegeben. Das sind Gesetze Gottes seit uralten Zeiten, nicht erst seit dem Alten Testament oder Neuen Testament oder seitdem Jesus Christus da war. Und Gott hat seinem Volk den Zehnten befohlen zu geben. Ich bettle nicht ums Geld. Weißt du, das muss man nicht machen. Man muss den Leuten nur sagen, du kannst gesegnet werden. Und ich zeige dir, wie du gesegnet werden könntest. Und das war eines der großen Lehren in meinem Leben. Als ich Christ wurde, habe ich ein Buch bekommen. Irgendjemand hat mir ein Buch geschenkt, ein christliches Buch aus dem, glaube ich, Brunnen Verlag, so christlichen Verlag. Und da hieß es, wie werde ich reich, wie werde ich gesegnet. Und da wurden Männer aufgezählt, die angefangen haben, den Zehnten zu geben. Und die wurden von Gott gesegnet. Ja, und am Schluss war einer, von dem erzählt wurde, dass er, ja, am Anfang hat er 10% Gott gegeben und am Schluss hat er 90% dem lieben Gott gegeben und 10% für sich behalten. Und hier ein Deutscher, der eine große Landmaschinenfirma aufgebaut hat. Oder wir alle kennen diese Zahnpasta Golgate und Waschmittel und so weiter. Der junge Mann, der die Firma Golgate gegründet hat und so weiter, der war in der Arbeitslosigkeit damals in dieser großen Depression und er war Christ und sagte, Gott, wenn du mir Arbeit gibst, wenn ich in dieser Arbeitslosenzeit Arbeit finde, dann werde ich von meinem ersten Geld den Zehnten geben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Das war sein Motto. Und er hat angefangen, den Zehnten zu geben. Dann hat er die Tochter von der Firma Henkel geheiratet und dann haben sie zusammen, also das war nur eine Wäscherei zuerst einmal, aber dann mit dieser Wäscherei haben sie diese Firma Golgate aufgebaut und alles, was dazugehört mit der Firma Henkel. Du wirst gesegnet, wenn du anfängst, Gott seinen Teil zu geben. Wenn du Gott an dein Leben beteiligst, wenn du Gott an deine Finanzen beteiligst, wenn du Gott an deine Gesundheit beteiligst, wenn du Gott ja, an deinem Glauben beteiligst. Und er tut das, was du nicht kannst, das Übernatürliche. Gott bringt das Leben zum Fluss und dann lebst du in dem Element des Segens. Das ist, was Gott uns verheißen hat. Und das, wenn einer gesegnet ist, wenn einer von dem Segen Gottes mal übernommen wird, dann schwimmt er mit dieser Welle. Dann bleibt auf dieser Welle. Also bete und frage Gott, was kann ich tun, dass ich gesegnet werde? Da musst du keine großen Dinge tun. Ich werde nachher ein paar Beispiele noch aus der Geschichte herholen, was die Bibel auch sagt und sagt. Weißt du, du kannst bettelarm sein und Gott kann dich so reich segnen, dass du sogar deine ganze Familie versorgen kannst. Der Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft, verstehst du? Die Brüder haben nicht an ihn geglaubt und dergleichen. Aber dieser Josef hat sich hochgearbeitet und der Herr war mit ihm. Und das ist Segen, das ist Gottes Wirtschaftsplan. Und der Herr war mit Josef. Und der Herr kann sagen, der Herr soll mit mir sein, mit dir, mit uns allen, verstehst du? Wenn der Herr mit uns ist, ach, da kann die Welt voller Teufel sein, voll von aller Gauner und was weiß ich. Du wirst gesegnet, du kommst durch. Vielleicht auch musst du zuerst mal ins Gefängnis, muss vergessen werden. Aber der Josef kam dann auf den Thron, der Pharaonen, wurde großer Mann.
Wer unter dem Segen Gottes geht und wandelt und so weiter, der ist überall gesegnet und gegen den Gesegneten ist kein Kraut gewachsen. Da wirst du turbulent durcheinander gewirbelt und du kommst wieder auf die Beine. Ganz einfach, wie dass du das weißt und das hörst, denn ich werde nachher eine Geschichte von John Rockefeller erzählen, was es mich imponiert hat. Weißt du, manche Leute schimpfen auf den Rockefeller, das ist nur ein Kapitalist. Die Kommunisten haben auf den Rockefeller geschimpft, aber die kennen seine Geschichte nicht, was da alles passiert ist. Weißt du, Gott will dir helfen, dass du wieder auf deine Beine kommst, aus deinem misslichen Lage rauskommst. Fang an, nach dem Wirtschaftsplan Gottes zu leben. Und je mehr ein Mensch gibt, desto mehr wird er gesegnet. So wie dieser eine Landmaschinenunternehmer, der einfach gesagt hat, ja, ich werde jetzt 90% dem lieben Gott geben und nur 10% behalte ich für mein Leben. Das reicht, wenn ich Essen und Trinken habe, Dach über dem Kopf habe, wenn ich mein Auskommen habe. Der hat Freude am Leben. Wenn du einmal das Geheimnis des Segens entdeckst, den Segen des Gebens, diesen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Verstehst du? Nicht nur, hier hast du was. So ein paar Groschen, nein, den fröhlichen Geber, den Geber, der in Liebe die Sache weitergibt. Geben ist ein Geheimnis des Lebens, vor allem des christlichen Lebens. Gott hat seinen Sohn gegeben und wir sollen mit ihm uns nicht alles schenken. Gott hat uns den Himmel geschenkt, der hat sich verausgabt für uns, hat den Heiligen Geist gegeben und vieles andere. Wir schauen die Schöpfung, was der liebe Gott alles getan hat. Gib und es wird dir gegeben. Das ist ein uraltes göttliches Gesetz. Gib. Der Abraham hat Zehnten gegeben von dem Melchisedek, damals dort, und da gab es noch kein Gesetz, kein Moses, kein Israel. Ja, Zehnten geben, was manche dumme Leute erzählen, Christen vor allem, die Zehnten nicht geben möchten, das ist Gesetz. Nein, das ist Gnade. Ich darf was tun für den lieben Gott, für mich und für andere Leute. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist kein Humanismus, meine Lieben. Das ist Gottes Gebot. Du sollst den Armen, wenn du siehst, du sollst dem Armen helfen, du sollst ihm beistehen. Ja, niemand ist reich geworden vom Nichtgeben. Nur kassieren, kassieren, kassieren. Da ist noch keiner reich geworden. Die verarmen alle in aller Liebe. Mach anderen Freunde Freude und du wirst fröhlich werden. Mach andere gesund und du wirst selbst gesund werden. Das kann ich nicht. Ja, hilf jemand auf die Beine. Nimm jemand unter dem Arm und führe seine Straße und begleite ihn weiter. Beglücke andere und du wirst selbst glücklich werden. Geizhälse, Egoisten werden nicht gesegnet von der Bibel, die sind verflucht, sind im Dienst Satans, die nur alles haben wollen, ich will haben, ich will haben. Gib und du wirst erleben, das Geheimnis des Lebens. Weihnachten ist nichts anderes als der Sinn des Lebens, des Geben. Gott gab seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gottes Wirtschaftssystem funktioniert ganz anders als das System dieser Welt. Ja, Gott gibt und er will nichts zurückhaben, dass du zurückzahlst und dass du groß kommst und Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nein, gib, verschenk dich. Gib und es wird dir gegeben. Unterstütze andere und du wirst unterstützt werden. Das sind die festen Fundamente des Glaubens. Und das Buch hat mich fasziniert. Ein altes Buch, das ist ja schon in der Hitlerzeit gedruckt worden wahrscheinlich oder so, oder in der Kriegszeit. Das war noch altes Papier. Aber ich habe es verschlungen, das Buch, habe ich gesagt, guck mal, wenn Gott diese Leute so segnet, dann kann ich auch noch gesegnet werden. Und was Gott einmal kann er das zweite Mal und das dritte und das vierte und das fünfte Mal. Das Geheimnis der Liebe, des Lebens, des Geben, gib Liebe weiter und du wirst geliebt werden. Und zwar richtige Liebe weitergeben, nicht nur Sex. Ja, fang an Menschen zu lieben. Das verändert dein Leben, indem du gibst, wirst du selber verändert. Dann betest du für die Person, dann unterstützt du die Person, dann hast du ein gutes Bild über diese Person. Befriedige die Bedürfnisse anderer Menschen. Und die haben auch Bedürfnisse. Dann wird Gott auch deine Bedürfnisse befriedigen. Ja, ich habe das persönlich in so vielen Bereichen meines Lebens erlebt. Ja, wir haben über ein Jahr ein Patenkind aus Angola unterstützt, weil wir selber in unserer Familie ein Problem hatten mit unseren Kindern. Und dann haben wir ein Kind ein ganzes Jahr unterstützt, also die Schule bezahlt und vieles andere mehr, bis Gott uns geholfen hat. Und Gott hat uns gezeigt, diene anderen und es wird dir gedient werden. Das habe ich das Geheimnis erlebt hier in Berlin. Ja, hier in Berlin habe ich so erlebt, wie Gott uns treu versorgt hat, wenn wir anderen dienen, andere unterstützen, anderen helfen, andere auf die Beine bringen, wird Gott uns auf die Beine bringen. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Ja, bediene diesen Hebel des Segens, fang an, was zu tun. Werde ein Haushalter Gottes,
Beteilige Gott an dein Leben, an deine Finanzen, und Geld ist dein Leben. Du lebst dafür. Glaub doch nicht den Unsinn, dass Geld was Schmutziges ist. Nein, du kannst es schmutzig machen, wenn du nicht geheiligt hast. Du sollst dein Geld heiligen, indem du Gott beteiligst. Und dann wird dein Geld geheiligt und gereinigt. Gebrauche deine Gaben für andere. Werde ein Diener, ein Gehilfe zur Freude. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer knausert, der wird nichts bekommen. Sehe weiter. Hör nicht auf zu sehen. Den Zeiten der Not sehen, wer mit Freuden ernten. Investiere in andere Menschen. Mach anderen Menschen Hoffnung. Weißt du, du kannst gute Worte reden, aber niemand lebt von guten Worten. Wir sind 5 Euro lieber als gute Worte. Ja, in aller Liebe. Das haben mir Leute immer wieder gesagt. Und da habe ich gelernt, wie wichtig ist das Geben. Anderen Leuten mit sein Geld beteiligen. Dann für 10 Euro musst du eine Stunde arbeiten. Und jetzt will der Bundeskanzler, der neue Bundeskanzler, 12 Euro als Mindestlohn einführen. Verstehst du? Du musst eine Stunde für 12 Euro arbeiten. Gib 12 Euro und dann wirst du sehen, was du mit einer Stunde machst. Beteilige die Leute mit deinem Leben an den Segnungen. Ja, glaube an die Macht des allmächtigen Gottes. Verlass dich auf seine Gesetze. Was er sagt, das stimmt. Und das ist millionenfach schon bewährt und ausprobiert. Und ja, wir haben in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in der Welt draußen, in den USA vor allem angefangen, hat jemand einen Verein gegründet, Mr. 10%. Also Geschäftsleute haben sich zusammengeschlossen, christliche Geschäftsleute vorwiegend, die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir geben Zehnten von unserer Firma, damit Gott uns noch mehr segnet. Denn wer hat, dem soll es noch gegeben werden, so steht es in der Bibel. Von nichts kommt nichts, meine Leute, glaubt mir das in aller Liebe, von nichts kommt nichts. Sehe weiter, wenn du an Gottes Versorgung glaubst, wenn du Versorgung brauchst, sehe weiter. Beteilige Gott an den Lösungen deiner Probleme, deiner Schwierigkeiten, deiner Ängste. Du kannst Gesundheit nicht kaufen, du kannst Glück nicht kaufen, auch nicht beim lieben Gott, verstehst du? Manche Leute denken, Gott ist ein Automat, wo man oben was reinschmeißt und unten was rausholt. Nein, das ist er nicht. Aber Gott will sehen unser Herz, ob wir das Herz am rechten Fleck haben, ob wir uns richtig bekehrt haben oder nur lalala machen und babbeln. Frag dich, was kann ich geben? Hast du schon mal gefragt, was kann ich geben? Wie viel soll ich geben? Weiß, manche Leute sagen, soll ich Netto geben, soll ich Brutto geben? Ist egal, willst du Bruttosegen haben oder willst du Netto-Segen haben? Das liegt an dir, wie du gesegnet werden möchtest. So, geben ist ein Teil der Anbetung. Geben macht einen glücklich, macht einen sogar gesund. Ich werde ja, dir hier ein Beispiel bringen. Geben macht einen gesund, nicht nur haben, haben, haben. Gib. Gott ist ein großzügiger Geber. Er hat gegeben, was er konnte, sein letztes. Ein Apfelbaum ergibt Äpfel. So, ob du ihm dankst oder nicht, es spielt keine Rolle, weißt du, der dankt mir nicht, der nimmt es also selbstverständlich. Ja, ein Apfelbaum gibt dir Äpfel den Leuten, und ob sie daran glauben an ihn oder nicht glauben. Die ganze Natur ist auf Geben angelegt. Der Garten, der gibt die Frucht, verstehst du? Und das Geben ist die Frucht des Glaubens, unseres Glaubens, auch des christlichen Glaubens. Ja, wenn wir geben, haben wir Gottes Natur in uns verwirklichen. Wir sind teilhaftig der göttlichen Natur. Wir geben. Und es ist was Schönes zu geben, geben zu dürfen. Ja, eine alte Schwester hier, die ich in Berlin besucht habe, mal, ja, und die uns unterstützt hat, dann wurde Euro eingeführt. Dann sagte Bruder Mathieu, das ist so schlimm. Früher hat sie immer 100 D-Mark gegeben als Spende für die Gemeinde. Dann sagte ich, ich kann jetzt nur noch die Hälfte geben. 50 Euro, verstehst du? Weil es war zu wenig, nur die Hälfte. Weißt du, jetzt kannst du noch geben, jetzt hast du noch was in der Hand. Eines Tages wirst du nichts mehr in der Hand haben. Ich sage euch eines, ich will kein Prophet sein, aber ich prophezeie und ich weiß, im nächsten Jahr, da wird es so viele Pleiten geben, so viele Firmen werden pleite gehen, wahrscheinlich ein Drittel der Wirtschaft wird pleite gehen. Jetzt, wenn ich durch die Straße laufe, dieses Geschäft ist geschlossen, dieses Geschäft ist aufgegeben und die anderen, die machen Schlussverkauf und die machen Schlussverkauf. Große Firmen sogar, ja, große Firmen machen zu, machen dicht. Parfümfirmen haben dicht gemacht, hier und dort, haben nur noch ein oder zwei Läden behalten. Es ist wichtig, bald wirst du nichts mehr geben können, aber gib, solange du geben kannst. Dann kannst du sagen, ich habe genug gegeben. Ich predige mal in Hamburg in eine Pfingstgemeinde. Und da ist ein älterer Herr, der sitzt da in der Gemeinde und dann sagt Bruder Mathieu, weißt du, ich bin so traurig,
als Gott aus Ostpreußen war und dann sagte, weißt du, hätte ich bloß mehr als Kind Gottes gegeben, dann kamen die Russen und die haben mir alles weggenommen. Habe ich nichts mehr. Verstehst du? Hätte ich bloß mehr gegeben. Jetzt hat er getrauert, verstehst du? Er hat nichts mehr. Das ganze Geld und die ganzen Schätze und die, ja, alles, was er dem Reich Gottes hätte zur Verfügung stellen können, das haben die Russen geklaut und einkassiert und mit nach Moskau genommen. So, gib und du wirst nicht bereuen. Gib, solange du kannst. Eines Tages kannst du nicht mehr geben. Jetzt verdienst du Geld, jetzt arbeitest du, jetzt unterstützt dich der liebe Gott und so weiter. Und jetzt bist du noch gesund, aber eines Tages kannst du es nicht mehr. Gott braucht keine Schmarotzer, die alles verbraten, nur für sich, verstehst du, und vernaschen. Es gibt kein Haben ohne Geben. Es gibt kein Haben ohne Geben. Wer gibt, der nimmt. Weißt du, das Geheimnis des Nehmens ist Geben. Geben, loslassen, weiterschicken, verteilen. Die 5 Brötchen in die Hände Jesu legen und der Heiland macht nachher, dass 15.000 Leute satt werden. Das Geben setzt die Energie Gottes frei. Das Geben bewegt Gottes Arm, dass Gott, ja, plötzlich großzügig dir gegenüber ist. Gott ist ein großzügiger Geber. Er hat es gegeben. Er hat es uns vorgemacht. Weißt du, er dürfte von mir nichts fordern, wenn er selber das nicht gemacht hätte. Aber er gab uns alles. Er gab uns alles. Und wir können von Gott geben lernen. Es ist so wichtig, dass wir dieses Geben, dieses freiwillige Geben gelernt haben. Sonst werden wir ja abkassiert von den Russen oder den, was weiß ich, den Chinesen womöglich eines Tages oder von irgendjemand anders. Das wird dir genommen. Wenn du nicht freiwillig loslässt, wird dir genommen. Deshalb löse dich von deinem materiellen Zeugs, werde reich in Gott, sammle Schätze, die im Himmel sind. Das Geben verändert die Dinge, versetzt uns an himmlische Örter. Ja, wir transferieren das Geld von hier nach drüben, von hier nach drüben. Immer mehr, verstehst du? Und gib. Durch das Geben erleben wir eine andere Wirklichkeit, erleben wir einen offenen Himmel. Wie steht es in dem Malachi? Ja, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus und ich will die Fenster des Himmels auftun und ich will den Segen herabschütten. Nicht nur ein bisschen geben wegen des Segens, nein, ich will den Segen herabschütten. Wer sieht, der sieht das alles mit den Augen des Glaubens. Ich gebe Gott und Gott gibt mir zurück. Hundertfältig, vielleicht sogar tausendfältig. Kannst ja nachrechnen, kannst prüfen. Gott sagt, prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun könnte. Prüft mich. Weil wenn du gibst, du erwartest etwas. Wenn du Samen in die Erde säst, dann erwartest du eine Frucht. Das ist auch das Geben, Loslassen. Wer sieht, sieht sich als Gesegneter. Ich werde ernten. Der hat schon sich auf einen Pfand geschaltet. Der bereitet sich schon auf die Ernte vor. Ich habe gesehen. Also ich baue schon, hole meinen Traktor oder meine Mähmaschine oder was auch immer ist. Ich werde ernten. Aber wer nichts sieht, kann auch nichts ernten. Glaub doch nicht den Unsinn, verstehst, dass du ernten wirst ohne aufhören, wenn du nicht gesät hast. Steht zwar irgendwo mal in der Bibel, aber das ist nicht dein Geschäft. Dein Geschäft ist hier, solange du hier auf dieser Erde lebst, dass du anfängst zu sehen. Sehen wird, solange wir leben, sehen wird nicht aufhören. Wer sieht, der sieht schon Gutes und Barmherzigkeit, sie werden mir folgen mein Leben lang. So, du öffnest dir den Himmel, wenn du anfängst zu sehen. Wir können den Himmel nicht verdienen, das ist alles Gnade. Aber wir können etwas tun, damit wir noch mehr vom Himmel in unserem Leben haben. In aller Liebe. Gesegnet ist die Hand, die gibt, hat jemand einmal gesagt. Gott möchte dich als ein Kanal des Segens verwenden, dass du einfach fließt. Der Segen braucht einen Kanal in deinem Leben, dass es kanalisiert wird. Verstehst du? Der Segen braucht irgendein Flussbett. Du musst es nur mitmachen. Ihm, dem Segen, eine Gelegenheit geben. Oder du kannst sagen, nein, alles kommt zu mir. Kommt her. Verstehst du? Nur kassieren. Leidenswege. Und jetzt will ich noch ein Thema. Vielleicht wird es manches dir nicht passen und gefallen und schmecken. Aber ich möchte sagen, Leidenswege sind Segenswege. Auch das gehört zum Segen. Trübsal und Leiden sind die großen Handelsschiffe, die uns Gottes Reichtum bringen, Gottes Schätze bringen. Unsere scheinbaren Verluste sind unsere Gewinne. Puh, sie bringen Gewinne. Hab die richtige Absicht, das richtige Verständnis über das Geben.
Leiden und Schwierigkeiten dienen zu unserem Besten. Verstehst du, gibst dein Leben Gott, du machst einen Tausch, du gibst deine Lumpen, dein bisschen Staub und Asche und von deinem Leben, was du wert bist, bist ja nicht mehr wert als 5 Euro. Verstehst du, aber du gibst dieses bisschen Leben, dieses bisschen Zeit, die paar Stunden von deinem Leben gibst du Gott zur Verfügung und Gott gibt dir seine Ewigkeit, sein Reichtum. Ja, mit der richtigen Einstellung erleben wir, wie Gott unsere Nöte und Sorgen leicht und erträglich macht. Ja, gib, oh Herr, ich gebe mein Leiden, meine Sorgen, mein Kummer, mein Elend, mein Leid, alles dir ab. Leid, ich weiß, Leid ist dass dieser bittere Chinin, was man früher noch bis 1940 als Malaria-Mittel gegen Malaria verwendet hat, gegen das Fieber, Chinin, ein wirksames Mittel, ist bitter. Puh. Schmeckt nicht, Leiden schmecken nicht, verstehst du, das wollen wir nicht. Ist so ein Chinin, verstehst du, Rinde, das muss so kauen und dann, das bekommt man nicht. So sind die Trübsale, so sind Schwierigkeiten, ja, wie ein zweischneidiges Schwert, das treibt diesen ganzen Moskitostich raus aus dem Körper, entgiftet uns und tötet es ab. So ist Chinin und so ist das Geben, einfach dieses bittere, ich gebe Gott alles. Ja, ich rühme mich der Trübsale, hat Paulus einmal gesagt. Entweder ist man blöd oder man hat wirklich was verstanden. Und Paulus hat was verstanden. Ich rühme oder wir rühmen uns der Trübsale. Ja, und das tötet das Fleisch, tötet das Sinnlose in unserem Leben. Wir leben sowieso nichts. Wir haben nichts mitgebracht. Wir leben von nichts und wir nehmen auch nichts mit aus dieser Welt, wenn wir wieder diese Welt verlassen. Und das, was du hier gegeben hast, das sind die Schätze, die du dann bekommst für den Himmel. Viele Christen haben Angst vor Leiden. Angst vor Probleme, Angst vor Nöte, Angst vor Krankheit. Oh Gott, ich spreche über diesen Wirtschaftsplan Gottes heute. Wie lebe ich wohl und gesund und gesegnet? Wenn du diesen Wirtschaftsplan Gottes nicht kennst und nicht annimmst und so weiter, was die Bibel uns lehrt, dann hast du nicht verstanden, wozu du dich bekehrt hast, wozu du dich Gott zugewandt hast. Ja, Gott hat zugelassen, dass die Kinder Israel in Ägypten im Diensthause Ägyptens 400 Jahre umsonst dienen mussten und dann gehen sie nach Hause, behängt oder aus Ägypten durch das Rote Meer in die Wüste, behängt mit Perlen und Diamanten und was weiß ich, Edelsteinen mit Gold und was weiß ich, mit Ringen. Die gehen behängt mit Ringen, weil sie gesegnet worden sind. Als sie ausgezogen sind, sie waren behängt. Es ist seltsam, dass gerade die Nöte uns am nächsten zum Heilen bringen, Schwierigkeiten uns am nächsten zu der Tür des Himmels führen. Frage den reifen, demütigen, mündigen Christen, warum er so und so ist. Ein reifer Christ. Und der würde sagen, ich bin durch so viel Trübsal gegangen, durch so viel Nöte, durch so viel Schmerzen. Ja, oh, ich habe so viele Sünden in meinem Leben gehabt. Und der Herr hat mir alles vergeben. Er hat so großzügig mein Leben behandelt. Und die Bibel sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Diese Maria Magdalena in der Bibel, die hat die Füße Jesu gesalbt. Die anderen rümpfen die Nase, die werden es nicht verstehen. Und so viele Menschen rümpfen die Nase über Menschen, wenn man ihnen sagt, fang an zu geben, wenn du glücklich werden willst. Fang an zu geben und du wirst gesegnet werden. Und plötzlich bist du in einem anderen Zustand. Maria Magdalena hat so viele Sünden gehabt, so viele Dämonen gehabt und sie hat dann dem Herrn Jesus Dankeschön gemacht, ihre Narbenölflasche zerbrochen und seine Füße gesalbt. Ja, Gott umhängt uns mit köstlichen Juwelen und Schätzen, die wir dann aus Ägypten mitbringen. Dann marschieren wir so aus Ägyptenland, reich gesegnet, erkenne die Notwendigkeit der Trübsale zu deinem Wohlstand. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch die Armut, auch der Mangel, auch die Schwierigkeit, auch die Sklaverei, auch dass du ständig am Fließband arbeiten musst, in der Ziegelproduktion, wo auch immer. Schwierigkeiten und so weiter ist die Hacke, die den Boden eines Gartens bearbeitet, damit du das Samen in die Erde legen kannst und der Same aufgehen kann und Wurzeln schlagen kann. Ja, Schwierigkeiten ist es, was das Leben angenehm macht, dass es das Same aufgeht, sonst den Samen nur einfach auf die Erde zu streuen, das werden die Vögel wegfressen oder von Leuten wird es zertreten werden. Denk an die Geschichte von diesem vielfältigen Acker. Aber etliches fiel im guten Boden oder auf dem guten Boden. Und der gute Boden war, dass es bearbeitet war, klein, zerhackt. Ja,
durch Trübsal und Leid und so weiter, war es aufgelockert. Das Innere muss aufgelockert werden in unserem Leben. Wir sind harte Brocken, Entschuldigung, unser Herz ist steinhart. Und ich sage dir die Wahrheit, aus der Seelsorge sprechen. Weil starke Naturen sind sehr geneigt, hart und herrschsüchtig zu sein, perfektionistisch zu sein, kleinkariert zu sein, teilnahmslos am Leben vorbeizugehen. Aber Gott macht Kleinholz aus uns. Er macht es, er zerkleinert diese ganzen Brocken in unserem Leben. Darum haben gerade die Starken es nötig, in dem Schmelztiegel Gottes geworfen zu werden und dort, dass die ganzen Schlacken ausschmelzen. Ich habe Christen kennengelernt, die waren dann, ja, eigentlich derbe Naturen, harte Naturen, aber die waren weich, mild. Ja, die haben Mitgefühl gehabt mit anderen Menschen, mit den Schmerzen anderer Menschen. Die konnten sich mit anderen Menschen identifizieren, weil sie selbst durch tiefe Wege gegangen sind, weil sie selbst die Hölle durchgemacht haben, weil sie wissen, was es bedeutet, Krankheit, Not und Elend zu haben. Krankheit und Leid ist eine Erziehungsmethode Gottes, wie Gott uns zu Himmelsbürger macht. Ja, klingt komisch. Du sagst, ja, glaub an den Herrn Jesus Christus und dann bist du gesund. Nein, der Apostel Paulus ist sogar ein ganzes Jahr krank gewesen und das schreibt sogar in einem Brief, wir verzweifelten am Leben und ich danke euch, Geschwister, sagt er dann, dass ihr mich nicht aufgegeben habt. Das ist die Situation von heiligen Menschen. Siehe Paulus, sein Pfahl im Fleisch, Satan schlägt mich mit Fäusten, 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7, Satan schlägt mich mit Fäusten. Und weißt warum? Damit ich mich nicht überhebe der großen Offenbarungen, die mir gegeben worden sind, damit ich schön unten bleibe. Und dann sagte lieber Gott zu ihm, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch David sagt jetzt, in seinen Psalmen betet er einmal, oh, es ist mir lieb, lieber Gott, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Rechte lerne, deine Rechte verstehe. Unseren Wert lernen wir erst durch die Bearbeitung. Weißt du, wenn du so einen Diamanten anguckst, das ist nur Klumpen. Das war früher mal Torf. Und durch diesen ganzen Druck ist so ein Diamant entstanden. Und jetzt muss so ein Diamant geschliffen werden, bearbeitet werden. Und je feiner er geschliffen wird, desto edler ist so ein Diamant. Wenn wir nicht geschliffen, bearbeitet worden sind vom Herrn, wir werden nur grobe Klotze bleiben. Wir sind Gott teuer und wertvoll. Und jeder von uns ist so ein Edelstein des Herrn. Ja, der noch bearbeitet werden muss, geschliffen werden muss und so weiter. Und dann macht Gott etwas Wunderbares. Und da will ich dich hinführen und dir helfen, dass du das verstehst in dieser Zeit, in der wir leben. Wir gehen teuren Zeiten entgegen, Leute. Zieht euch warm an. Aber wenn Gott uns jetzt schon vorbereitet, wenn wir schon warm angezogen sind, dann kann nichts mehr passieren oder wird nicht mehr so schlimm passieren. Da werden wir zwar noch ein paar Kratzer abbekommen, aber wir werden durchkommen. Gott ist ein Vergelter, so heißt es in meiner Bibel, und er gibt, was wir ihm geben. Er gibt, was wir ihm in seine Hände legen, was wir ihm anvertrauen. Ja, was du einem anderen Menschen aus Liebe freiwillig gibst, sogar ein Becher kalten Wassers, wird nicht unbelohnt bleiben. Was du einem Bruder, einer Schwester darreichst, bei irgendeiner Situation, was du ihm demütig gibst, dem allmächtigen Gott und so weiter, und ihm zur Verfügung stellst, das ist ein Opfer, ihm zur Verfügung stellst. Und Gott legt großen Wert auf das Geben. Denk an Vater Abraham. Ja, der war gesegnet, der war Multimilliardär wahrscheinlich, der war superreich. Aber was macht der Abraham, als Gott zu ihm redet, opfer mir deinen Sohn Isaac, den du lieb hast, den du erbeten hast, den ich dir gegeben habe, auf den du so lange gewartet hast, gib Opfer dein Isaac. Das Liebste. Und dann gibt Gott ihm die große Verheißung, so zahlreich wie Sand am Meer, so soll deine Nachkommenschaft sein, als er bereit war zu opfern. Und wenn du nicht bereit bist zu opfern, dein Liebstes, dein Allerbestes, das Edelste, ja, dann habe ich es nicht mehr. Was mache ich ohne meinen Isaac? Ja, Gott belohnt die Menschen. Und es bleibt nichts unbelohnt. Gott lässt sich nicht schenken und er lässt sich nicht lumpen. Gott macht aus wenig viel, aus klein groß. Das macht der liebe Gott. Und Jesus sagt, was ihr einer meiner Brüder getan habt, dass du einem Missionar, einem Prediger, einer Gemeinde getan hast und so weiter, angetan hast, was du gegeben hast, das wird belohnt werden. Nicht auf humanistische Art und Weise, sondern ja, aus Liebe.
Weißt du, man kann sozialistisch oder kommunistisch oder kirchlich geben oder seine Nächsten lieben, soweit es angesagt ist. Nein, von sich aus. Alles, was wir von uns aus tun, das ist göttlich, das ist biblisch und das ist rein und heilig. Von uns aus. Du musst den Zehnten nicht geben, aber von dir aus. Fang an. Viele dienen unbewusst dem Teufel und unterstützen den falschen Verein. Und dann wundern sie sich, ja, ich habe keinen Segen, da passiert nichts. Da passiert nichts, da wird dir nichts vergolten. Du musst es dem Herrn geben, nicht der Gemeinde, nicht den Menschen, nicht der Institution oder der Organisation oder was auch immer ist. Weißt du, der Segen muss von Gott kommen, aber du musst zuerst dem Herrn was geben. Weil die meisten Leute denken, ich muss der Kirche geben. Nein, du musst Gott geben. Und zwar aus freien Stücken. Viele arbeiten in der falschen Firma. Die dienen Dämonen, was sie opfern. So steht es einmal im Korintherbrief bezüglich des Abendmahls und der Götzenspeise und so weiter. Sie denken, sie machen Gottesdienst, aber sie dienen den Dämonen, den gefallenen Geister, die von Gott keine Verheißung haben. Mit denen hat Gott nichts zu tun. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 20, da heißt es nein, sondern dass die Heiden opfern und so weiter, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Und ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt, dass ihr in falsche Bank euer Geld hinbringt, in falsche Mission euer Geld opfert. Gib da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, und dann wirst du gesegnet werden, damit Brot im Hause des Herrn ist, damit mein Haus Brot die Fülle hat. Du sagst, ich werde nicht gesegnet. Von meinem Pastor, von meiner Gemeinde, von was weiß ich, von den Predigten. Ja, was gibst du für die Predigt? Verstehst du? Von nichts kannst du nichts bekommen. In Schottland, in Schottland, da war eine Oma, die geht im Winter in der Kirche endlich mal mit ihrem Enkelchen und dann wird Opfer aufgenommen und dann, das Kinder passen sehr gut auf. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und dann schimpft die Oma auf dem Nachhauseweg, weiß der Pastor, der hat keine richtige Konzentration gehabt, die Musik, die Orgel war verstimmt und. Dann sagt das Mädel, für 5 Cent kannst du nicht mehr bekommen. Für 5 Cent kannst du nicht mehr bekommen. Überleg einmal, wenn du irgendwo hingehst und was Gutes haben willst, dann musst du was zahlen. Für 5 Cent wirst du nicht viel kriegen. Auch nicht in der Gemeinde, nicht in der Gemeinde Jesu. Auch wenn wir alles umsonst tun und verbreiten. Wir verkündigen das Evangelium umsonst. Umsonst haben wir empfangen und umsonst gehen wir weiter. Aber Gott sorgt für uns in aller Liebe. Aber du musst etwas investieren. Von nichts kommt nichts. Schaffe dir Bilder des Segens. So wichtig. Ruf dir ins Bewusstsein die Segnungen Gottes, was es ist, wenn ich gesegnet bin. Wenn ich einmal Millionär bin. Du musst nicht Millionär werden. Das gibt nicht. Ist nur ein Symbol für mich hier. Verstehst du? Aber stell dir mal vor, ich habe genug Geld, kann verreisen, kann andere unterstützen, kann helfen. Stell dir vor, ich bin gesegnet. Wenn du nach Hause gehst, ja, da sagst du immer wieder vielleicht, ich bin gesegnet. Aber wie stellst du das vor? Wie siehst du als Gesegneter aus? Ja. Und ja, ruf das ins Bewusstsein. Segne mich, wie du Abraham gesegnet hast. Segne mich, wie du Isaak gesegnet hast. Segne mich, wie du Jakob gesegnet hast. Segne mich. Aber weißt du, wie die gesegnet worden sind? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Schnall dich an. Die hatten es nicht einfach. Die hatten es nicht einfach. Der Isaak musste einen Brunnen nach dem anderen aufgraben, den die Philister zugeschüttet hatten. Und hat musste einfach sich nicht aufgeben, weitermachen, sich nicht aufgeben. Das ist gesegnet sein wie der Isaak oder der Jakob. Der wurde übers Ohr gehauen. Da kriegt er die falsche Frau ins Bett am nächsten Tag, nachdem er hier versprochen hat, ich diene 7 Jahre. Und dann kriegt er die Lea. Und dann muss er nochmal 7 Jahre für die Rahel dienen. Also 14 Jahre arbeiten, um nur seinen Schatz zu bekommen. Und wenn ich dann weiterschaue und so weiter, der Abraham, der opfert sein Liebstes, sein Bestes, das habe ich vorhin gesagt. Ja, viele geben sich auf, wenn es schwierig wird. Oh, das bringt nichts. Guck mal, da wird mein Brunnen zugeschüttet, dort wird mein Brunnen zugeschüttet. Du musst so lange arbeiten, bis die Philister, bis der Teufel sein Pulver verschossen hat. Und irgendwann, zur gegebenen Zeit, wirst du was finden. Überlass dein Leben Gott, so wie Hiob. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Verstehst? So geht's weiter. Auch wenn es ganz schlimm geht. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Verzweifle nicht, auch wenn du alles verlierst, wenn dir alles genommen wird.
Wenn du voller Geschwüre bist, wie dieser Jakob, da kratzt er sich, da kratzt er sich, da kratzt er sich, verstehst du? Da kratzt sich überall. Der hat Pocken gehabt. Eine Geschichte jetzt. Viele Leute sind böse, wenn ich das erzähle, aber ich das erzähle das mal in diesem Buch, was ich gelesen habe. John Rockefeller, Vater Rockefeller, wuchs ärmlich auf mit 5 Geschwistern. Sehr früh starb sein Vater. Und dann musste John Rockefeller früh anfangen zu arbeiten, damit die Familie ernährt wird. Deshalb war er plötzlich der Ernährer der Familie. Weißt du, wir sehen diese Reichen, die Superreichen, die Milliardäre. Und weißt du, wir sehen, die sind groß. Aber muss ich fragen, wie sind sie groß geworden? Und er fing als ein armer Schlucker, als Buchhalter und hat freiwillig sogar Überstunden gemacht. Freiwillig, unbezahlte Überstunden, nicht bezahlte Überstunden. Er gab von seinem Einkommen von vorne an den Zehnten. Die Rockefellers kamen aus einer jüdischen Familie, aber die waren Baptisten. Und ja, die Familie hat gelernt, früh den Zehnten zu geben in der Gemeinde, wo sie waren. Und dieser Bub, John Rockefeller, hat angefangen, Zehnten zu geben, musste aber hart arbeiten. Ihm wurde nichts geschenkt in seinem Leben. Und ja, und hat keine Angst vor Risiko gehabt. Sein Vater hat gesagt, wage, riskiere, geh aufs Ganze, das Allerbeste ist, das ist gut für uns. Sonst, das hat er mitbekommen. Geistig ist er gefilmt worden und geschickt worden von der Familie. Und das hat er getan und durchgehalten. Doch bald schlägt seinem Unternehmen Hass entgegen, weil er erfolgreich ist, weil er gesegnet ist. Das oberste amerikanische Gericht hat sein Ölimperium zerschlagen, das er mühsam aufgebaut hat, hat eine Ölfirma nach der anderen aufgekauft, hat sogar Fässer selber gebaut, Fässer selber transportiert, Holzfässer und so weiter, hat Wälder aufgekauft, um Holzfässer zu machen. Weißt du, er hat getan, was er konnte, von nichts kommt nichts, in aller Liebe, in aller Liebe. Und dann nach dieser Krise, nachdem sein Konzern oder das Imperium zerschlagen wurde, rappelt er sich wieder auf. Er wurde wieder reicher. Verstehst? Gott hat ihn gesegnet. Und sein Vermögen, umgerechnet von damals auf heute, da stellt er Bill Gates weit im Schatten, so reich war er. Nach der Krise kam er gereicht, gestärkt, so wie der alte Hiob. Hat er doppelten Segen gehabt. So, das war der Rockefeller. Die Zerschlagung seines Imperiums und der Wiederaufbau, das hat an seiner Substanz genagt. Vater Rockefeller, also hier, John Rockefeller, war krank. Mit 65 war er schon eine Leiche, wandelnde Leiche. Die Leute, seine Firmenleute, seine Leute aus seinem Geschäft haben gesagt, der lebt nicht mehr lang, der macht nicht mehr lang. Und dann geht er eines Abends in das Büro seines Geschäftsführers, zieht die Schublade auf. Und dann sieht er die Todesanzeige, die der Geschäftsführer schon für seinen Herrn Rockefeller gemacht hat, mit 65. Und er schreckt sich um Himmels Willen. Das möchte ich nicht sein. Das, den Spaß, die Freude mache ich nicht. Und er ging nach Hause und weißt du, was er gemacht hat? Sein ganzes Vermögen verschenkt. Diese ganze Rockefeller-Stiftungen, was er dann gemacht hat, hat sich nur auf die Rockefeller-Stiftungen konzentriert, sich zu verschenken, weiterzugeben, Leute unterstützen, Arme unterstützen, Bildung den Leuten zu bringen und so weiter. Er wollte, dass die Leute nicht mehr hungern und so weiter. Sein ganzes Vermögen hat er den Armen gegeben. Und weißt du, als schwerkranker Mann hat er sich wieder hochgerappelt. Er hatte Freude gehabt am Geben. Kannst nachlesen, lies mal seine Geschichte, kannst im Internet googeln, da wirst du seine Geschichte, finden. Ja, als kranker Mann, eines Nachts, also wie gesagt, kann er nicht schlafen und sagt, ich möchte nicht mehr reich, ich möchte nicht mehr fürs Geld leben und so weiter. Das Geld vergeht, alles vergeht. Was hat der Mensch? Guck mal, was bin ich mit 65? Meine Todesanzeige. Und er beschließt, sich alles zu verschenken. Seinen Kindern sogar, hat seine Kinder enterbt. Er hat gesagt, ihr müsst auch für euer Leben arbeiten und sorgen. Jeder für sich selbst. Und was ist passiert? Das war seine Rettung. Der ist 101 Jahre alt geworden. Und er ist gar nicht so lange her, dass er gestorben ist. Verstehst du? 101 Jahre. Und das ist, wenn man Schluss macht mit dem Geld, dem Mammon nachzujagen, dem Mammon zu dienen. Das ist eine Geschichte. Wie werde ich gesegnet? Gottes Wirtschaftsplan. Fang an, den Zehnten zu geben und fang an, nicht zu verausgaben, zu verschenken, was du hast. Selbst wenn du 5 Euro in der Tasche hast, schenke es irgendjemand unterwegs. Einen Armen. Der wird dir im Himmel danken. Pass auf. Da war doch einer. Verstehst du, ich habe gar nichts nötig gehabt. Aber das wird geschenkt. Verschenken. Das macht einen Menschen reich. Ungesund, nur Geld nachzujagen, das bringt dich in die Hölle. Gott offenbart seinen Finanzplan dem Volke Gottes,
den Kindern Israel und so weiter, fangt an, den Zehnten zu geben. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, was es auch immer ist, transportiert den Segen Gottes weiter. Habt ihr eine Vorstellung, was du vom Herrn dann wünschst, und beteilige Gott an deinem Glück. Und Gott gibt dir das, was er dir gegeben hat, damit du es weitergibst. Wir sind angelegt aufs Weitergeben, nicht behalten. Ich will nichts behalten, ich gebe es weiter. Und ich weiß, Gott wird mich eines Tages irgendwie schenken, beschenken oder mich belohnen. In Jesaja 58, Vers 6 und folgende Verse, da heißt es: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, die du, auf die du ein Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt hast. Reiß diesen Joch weg. Wir können den Teufelskreis zerbrechen, ihr Lieben, indem wir uns losreißen und anfangen, es weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Brich dein Brot mit den Hungrigen und die im Elend ohne Obdach sind. Führe sie ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut, also deinen Mitmenschen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten, wie beim Rockefeller. Da wirst du nicht krepieren mit 65, dann wirst du 101 Jahre alt oder vielleicht noch auch älter, womöglich. Ja, fang an, ja, deine Heilung wird dann voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und dann wirst du rufen zu dem Herrn und antworten und sagen: Herr, wie gut bist du, siehe, ich bin hier, ich brauche jetzt Hilfe, entzieh mich mir und ich werde dir helfen. So steht es hier im Jesaja-Buch: Ich werde dir helfen, wenn du gibst, von nichts kommt nichts. Wenn du nichts siehst, wirst du auch nichts ernten. Ja, brich dein Brot mit den Hungrigen, teile mit den Elenden dein Herz und so weiter. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen, auch sogar in der Dürre. Und du wirst immer saftig sein, da wird es nicht immer knacken in deinem Gelenk, in deinem Skelett oder wo auch immer. Da wirst du wirklich dich bewegen. Und der Herr wird dich sättigen immer da und führen dich, ja, in ein weites Land, in einem bewässerten Garten, wo eine Wasserquelle ist, und dir wird es nie am Wasser fehlen. Und Gottes Brunnen haben Wasser die Fülle, ihr Lieben. Und er soll dadurch dich wieder, und du sollst wieder aufgebaut werden, wie der Herr Rockefeller. Schimpf über ihn so viel du willst, aber der hat uns vorgelebt. Das, was du leben solltest und könntest und so, müsstest, das vorgelebt. Wie lange willst du wüst liegen? Hier, fragt der Herr, wann, ja, wenn du anfängst, das zu tun und anfängst, die Lücken zuzumauern, die Wege und die Wege ausbessern und so weiter, dass man wieder wohnen kann, dass man wieder leben kann, übernimm die Gedanken Gottes für dein Leben. Lass in dir die Quelle des Segens aufbrechen. Da wurde alles Mögliche zugeschüttet, ja. Und Gott will dir den finanziellen Segen geben und Gott will dir den materiellen Segen geben. Er will den emotionellen Segen geben. Er will dir den geistlichen Segen geben. Er will dich auf der ganzen Linie segnen. Lass Gott der Chef deines Lebens sein. Und Jesus sagt, eine Geschichte ist nicht sozial, aber sogar antisozial und antikapitalistisch und was weiß ich. Er sagt von diesem ungerechten Haushalter, Lukas Kapitel 16, Vers 9, der Haushalter wusste, ich muss gehen, da stimmt vieles bei mir nicht, ich werde entlassen, sogar fristlos entlassen. Und da kommen die ganzen Schuldner, die was noch dem Herrn schulden, seinem Chef, schulden und sagt, was fehlt? Und er rundet auf, nicht abrunden, sondern aufrunden. Du sollst in deinem Leben nicht abrunden, sondern aufrunden. Das ist Gottes Wirtschaftsplan für dein Leben. Sei nicht kleinlich. Ja, runde auf. Und Jesus erklärt und er sagt, ich sage euch, seid so klug wie dieser ungerechte Verwalter. Ihr sollt auch euer Geld so einsetzen. Macht euch Freunde damit. Denn er hat sich gedacht, oder sich, ja, ausgerechnet, sich ausgemalt, ja, diesen Segen sich vorgestellt. Denn die werden mich, ich werde nichts haben, aber die werden mich in ihren Hütten aufnehmen. Und so weiter. Denn ich weiß, und das ist interessant, ich habe eine andere Übersetzung hier genommen, da heißt es, ja, und dann werdet ihr, wenn das Geld nichts mehr nützen kann und so weiter, einen Platz im Himmel bekommen, wenn das Geld nichts mehr nützt, diese Millionen nichts mehr nützen. Diene Gott, dem Leben kompromisslos, den Menschen, ja, wem auch immer, ist der Natur, diene Gott, nicht nur mit den Finanzen allein, sondern ja, mit allem Möglichen, was Gott dir gegeben hat, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deiner Zunge, mit deinen Augen, mit deinen Herzen. Fang an, Gott zu dienen. Baue sein Werk, erfülle seinen Willen, arbeite an deiner Seele, das ist so wichtig. Wir sollen an unserer Seele arbeiten, Geschwister.
Wir merken, wir werden bald krepieren. Wie dieser Rockefeller mit 65 ist aus und vorbei mit mir. Dann steht es, es war ein fleißiger Chef, unser treuer Herr Rockefeller, verstehst du? Aber du musst 101 Jahr alt werden. Du musst gesegnet werden mit hohem Alter. Finde die Antwort Gottes in deine Bedürfnisse. Bitte, dass Gott dir zeigt. Und ich will dir kurz zeigen, wie funktioniert Gottes Wirtschaftsplan. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wie, was kann ich tun? Und 5. Mose 8, Vers 18 und 19, da heißt es, du sollst dem Herrn, deinen Gott, ja, den ganzen Zeit an ihn denken, denn er ist es, der die Macht und Reichtum gibt und so weiter, und der schließt mit dir einen Bund, einen Vertrag. Das hat er geschlossen schon mit deinen Vätern und Vorfahren. Und er wird sein, wenn du überhaupt dem Herrn, deinen Gott, dienst und so weiter, da wird er dich versorgen mit was du brauchst. Aber lass es weg, diene nicht fremden Göttern, diene ihm und du wirst sicher nicht zugrunde gehen. Weißt du, wenn du Gott richtig dienst, wirst du nicht zugrunde gehen, sonst gehst du zugrunde. Kannst schon dein Testament machen oder hier diese Bestattungsanzeige oder diese Beerdigungsanzeige. Zuerst, und das sind ein paar Wahrheiten, was ich hier rauslese, zuerst gehöre Gott, sei im Bund, im Vertrag mit ihm, ja, und leiste das, was Gott von dir fordert. Zeig ihm, erlöst bist du aus Gnaden. Da kannst du nichts machen, brauchen wir nicht diskutieren. Aber erst damit du aus deinem Leben was wird und damit du das Ziel erreichst, ja, arbeite fleißig, arbeite hart, mach sogar unbezahlte Überstunden, wie jener Rockefeller, arbeite umsonst. Weißt du, umsonst sind wir sowieso auf dieser Welt. Was willst du? Umsonst habe ich empfangen und umsonst gebe ich es wieder weiter. Schone dich nicht. Sich Regen bringt Segen. Das ist, da ist was dran, Brüder und Schwestern. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben macht uns anders, polt uns anders um. Wir ticken total plötzlich ganz anders. Und das macht uns von Menschen unabhängig und von Meinungen und Umständen und von dem Äußeren. Das ist vollkommen egal. Du wirst innerlich gesünder und gesünder und gesünder. Lebe in Beziehung zu Gott, in seinem Bund, hab einen Vertrag mit Gott, ein Abkommen. Wir beide tun dich, Herr, wir gehen diesen Weg. Und dann wird dein Wert steigen, dein geistlicher Wert, dein persönlicher Wert. Wer mit Gott in einer Beziehung lebt, dem ist der Segen anbefohlen, der wird vom Segen verfolgt. Ja, der wird vom Segen übernommen. Weißt du, was es heißt? Plötzlich bist du ein Wellenreiter, du wirst weitergetragen vom Segen Gottes, von der Herrlichkeit des Herrn. Da wirst du plötzlich kreativ, da wirst du plötzlich Marktlücken finden. So wie dieser Rockefeller, dann findest du, du kannst aus dem was machen, da kannst du aus allem was machen, auch wenn die Amerikaner das nicht wollen. Dann gib Gott dir Einfälle und er wird dich mit den richtigen Leuten zusammenführen. Nicht die dich aussaugen und ausnehmen, sondern die dich fördern, die dich unterstützen, die unter die Arme greifen, die dich ermutigen. Der Gesegnete zieht weitere Gesegnete an sich ran. Das ist so wichtig. Wenn du einmal gesegnet bist, du wirst gesegnete Leute an dir ranziehen. Im Leben geht es nicht um Verdienen, wie viel Geld es gibt. Nein, sondern was kann Gott durch mich freisetzen, durch mich erreichen, durch mich bewirken? Was kann Gott durch mein Leben machen, mit mir anfangen? Ja, und Gott kann mit wenig unheimlich viel anfangen und sehr viel auslösen. Ich frage Gott und immer wieder, was kann Gott noch in meinem Leben mir hinzufügen? Das ist, wo ich immer wieder frage, Herr, was könnte ich noch, wo könnte ich noch eine Lücke finden, noch ein Thema? So finde ich meine Themen, die ich hier behandle, auch bei euch und weitergebe, was Gott mir gegeben hat. Verschaffe dir biblische Segensbilder und wo kann ich noch ein Fenster hier im Himmel öffnen? Durch was? Verstehst du, durch was? Was sind die Möglichkeiten, die Gott mir gibt, wo er den Segen noch runterschütten könnte, noch mehr Segen? Ich habe nicht genug den Segen, ich bin gierig nach dem Segen, ich will mehr Segen haben. Wie kann ich noch besser funktionieren? Frag doch den lieben Gott, nicht mich. Schlag sein Wort auf, womöglich. Geh in die Knie in deine Kammer. Morgen werde ich über die Kammer noch etwas sagen. Geh dort und rede mit Gott darüber. Vielleicht hast du wie die Jünger die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Oh Gott, mit mir klappt es nicht. Irgendetwas ist was faul. Zeig mir, was ist in meinem Leben faul. Warum klappt es bei mir nicht? Da klappt es nicht und dort klappt es nicht. Und ja, warte, bis Jesus kommt und bis Jesus vor dir steht und sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen?
Ja, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann warte, bis er dir ein Rema-Wort gibt und sagt, fahrt raus dort auf die Mitte vom See und dann wirft eure Netze aus. Dann mach, auch wenn es verrückt klingt, wenn es nicht normal ist, das haben wir noch nie gemacht. Ich, Petrus, der Fischer, ich weiß Bescheid. Nein, er tut es, auch wenn es verrückt klingt, auf das Wort Gottes hin, fährt er raus. Oder wie bei Philippus. Eine gesegnete Erweckung in Samaria. Und plötzlich spricht der Heilige Geist, Philippus, ich möchte, dass du auf die Straße nach Gaza gehst, auf diese einsame Straße. Oh Herr, da sind doch gar keine Leute. Ja, mach das. Gehe auf die Straße nach Gaza. Und du wirst gesegnet werden. Und Philippus hat einen Menschen zu Jesus geführt, diesen Äthiopier, und wurde Missionar für ganz Äthiopien. Der ging fröhlich seine Straße weiter. Eine kleine Geschichte. Wir haben einen Schüler auf der Bibelschule gehabt, einen Schweizer. Jakob hieß er, Köbe und so weiter. Und er betet, weißt du, er war ein bisschen langsam. Also Gott möge sie segnen, auch alle langsamen Leute segnen. Er war ein bisschen langsam. Weißt du, er wollte unbedingt eine Frau haben. Denn er sagte sich, jetzt habe ich schon das Alter, ich möchte auch heiraten. Und dann sagt der Herr, geh nach Hause, fahr per Anhalter. Muss vorstellen, da sagt der liebe Gott ihm, er soll per Anhalter nach Hause gehen, obwohl er hätte Zug nehmen können oder wer auch immer, Geld hat er genug. Und dann fährt er per Anhalter und dann hält er ein Auto, da sitzt eine junge Frau drin. Und damals, er muss nach Interlaken fahren, dort auf die Berge und so weiter. Und die Frau nimmt ihn mit. Und die Frau denkt, das ist ein armer Sünder, verstehst du, so ein Ausreißer. Und denkt, sie musste missionieren. Sie war ein Christin. Und sie hat Jesus ihm bezeugt. Und so sagt er, ja, ich komme aus der Bibelschule gerade. Ich bin auf dem Nachhauseweg. Und wie das alles so ist. Und weißt du, was da passiert ist? Diese junge Frau, das war eine gläubige Fabrikantentochter aus Interlaken-Gegend und eine superreiche Frau. Also der Vater hat eine Seilfirma gehabt. In seinem Prospekt schreibt er, ich stelle Seilbahnen her. Meine Seilbahnen sind die besten Seilbahnen der Welt. Aber ich kenne noch einen Hersteller, Seilbahnenhersteller, das ist Jesus Christus. Und verteilt diese Prospekte überall. Weißt du, das sind superreiche Leute gewesen. Ich war ein paar Mal bei ihnen, sogar bei ihnen auch mal gepredigt. Weißt du, sowas habe ich noch nie erlebt. Verstehst du, da sind Diener hinter dir am Tisch, wenn die essen. Und so hat dieser Köbe diese Frau gefunden, verstehst du? Und die hat auch kein, die war auch so ledig und auch niemand gefunden, weil der passt nicht zu mir und der passt nicht zu mir und der passt nicht zu mir. Und dann führt der Herr so auf diese Art und Weise zwei Leute zusammen. Und du musst Gott gehorchen, du musst diesen Penner da mitnehmen, womöglich, und du musst da per Anhalter weiterfahren. Das wollte er eigentlich nicht, aber Gott hat es gemacht. Sei nicht so schade für nichts, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Das ist Gottes Wirtschaftsplan. Dem Demütigen schenkt Gott den Segen. Folge seinen Anweisungen und du wirst gesegnet werden. Von nichts kommt nichts. Sei dort, wo Gott dich haben wollte und er will. Mach das, was er dir aufgetragen hat. Und dann bist du im Zentrum seines Willens. Dann lebst du gesegnet und glücklich, gesund und fröhlich. Mach das. Lebe nach den Rezepten Gottes. Halte dich an seinen Vorgaben, was er getan hat. Man nehme das und man nehme das und man nehme das und man nehme das. Und so viel und so viel. Und dann rühr kräftig rum. Und dann hast du ein gutes Gemisch. Oder Gericht. Nimm die Zutaten, die Gott dir gibt und dir, dir angibt und vorgibt. Nimm diese Zutaten. Lebe nach der Offenbarung Gottes, das haben wir auch diese Tage gehört, betrachtet. Wachse darin, gehe aufrichtig. Die Offenbarung ist da, um dich zu stärken, um dich nicht zu unterdrücken und dass du blamiert wirst. Nein, Gott will dich stärken, dich richtig führen auf der Straße des Lebens. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also dieser Köbel. Also jedes Mal, wenn ich in Interlaken dieses Gebiet vorbeifahre, dann weiß ich, sehe ich diese Firma, natürlich ist es die Firma von anderen Leuten übernommen und weitergeführt von der Familie, aber dieser Köber hat seine Frau gefunden. In aller Liebe. Gott hat uns Gras gegeben, aber mähen müssen wir selber. Alles, was Gott für dich will und hat, das hat er schon gegeben. Du brauchst nur, musst nur mit ihm zusammenarbeiten in deinem Leben. Arbeite mit Gott und dem Heiligen Geist zusammen und nicht mit dem Geist dieser Welt, mit Materialismus. Verschenk dich wie der Rockefeller, verausgabe dich und Gott wird dich reichlich segnen. Hab die Gesinnung Jesu Christi, obwohl er göttlicher Gestalt war, hat er Knechtsgestalt angenommen. Ist auch bei Anhalter weitergefahren. Hat einen Esel
benutzt und vieles andere mehr. Oder bei, oder im Wassermann zu Hause ist, wo ist das Saal, den du vorbereitet hast. Weißt du, da war alles da bei dem Herrn Jesus. Und ich sage dir, wenn du anfängst, mit Gott zu leben, im Willen Gottes zu leben, dann ist alles da, was du brauchst. Natürlich auch das Kreuz ist da. Auch da wirst du nicht verschont. Vater im Himmel, du hast gute Gedanken und Pläne für unser Leben. Mach uns willig, deine Wege zu gehen, auf deine Stimme zu hören, Täter des Wortes zu werden, egal was es ist, ob wir es verstehen oder nicht verstehen. Auch für meine Hörer, lieber Gott, ich segne diese Geschwister, dass sie diesen Segensplan entdecken und in diesem Segensplan aufgehen. Hilf ihnen, dass sie den nächsten Schritt erkennen und auch den nächsten Schritt gehen, damit, dass sie das Allerbeste aus ihrem Leben erreichen. Den nächsten Schritt, Herr, zeige ihnen den nächsten Schritt jetzt, was jetzt dran ist, um die Segenslinie zu erreichen. Vater, du bist jetzt bei denen, die das Wort gehört haben, und wache du über das Wort. Amen. Thank you.